Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Borderlands 2. Ich sollte vielleicht erst schlucken, nachdem ich getrunken habe, bevor ich überhaupt irgendwas weitermache, aber okay. Hier müsste die Nebenmission sein, jawohl. Onkel Teddy, Blut ist dicker als Wasser. Danke, dass du den Job annimmst. Gesagt? Ja. Hyperion hat meinen Onkel Teddy beraubt und ihn zum Sterben auf diesen Drecksplaneten geschickt. Such in seiner Hütte im Arid Nexus nach etwas, das ich verwenden kann, um seinen Tod zu rächen. Okay, und kenne deinen Feind. Okay, Moment. Such Beweise dafür, dass Hyperion seine Waffenentwürfe gestohlen hat. Gott ist mein Zeuge. Der Baha-Clan wird kriegen, was ihm zusteht. Und kenne deinen Feind. Danke sehr. Möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaffe Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Oder sind die Augen? Ja, okay. Die Augen. So seltsam das bei diesen Autos auch ist, die Augen. Die Scheinwerfer, um dann mal nett zu sein, ne? Okay, wir sind hier scheinbar... Also dieser Nexus scheint... der... dem Baha-Clan zu gehören. Sprich also den, Necromancer? So wie es aussieht? Was auch nicht, warum auch nicht, Entschuldigung. Was auch nicht, ja. Ist das jetzt... ja. Ja, das ist es wohl. In der Tat. Na super. Uah. Keine Ahnung, woher ich immer wissen soll, wo die Schwachstelle bei den Viechern ist. Bonehead. Au. Au? Au? Du Au. Ah, kommt schon. Du lebst immer noch, meine Güte. Tagebuch Nummer A. Ah, eins. War also ein schlechter Vater? Ist jetzt. Das ist jetzt. Klingt jetzt wie eine böse Unterstellung, aber. Kommt jetzt nicht gerade nett rüber? Dann wiederum. Ein Kind sich zum Hinsetzen zu bewegen, ist jetzt aber auch nicht das größte Anzeichen dafür, dass er ein großes Arschloch gewesen sein soll. Ich unterstelle ihm ja doch Dinge. 1:0 für dich, Jack. 1:0 für dich. Und warum ist hier nur ein Ding drauf markiert? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind alle hier drin. Scheinbar. Worum immer das ist, wie gesagt. Also hier längs. In der Hoffnung, dass hier was ist. Laut dem Ding bin ich zumindest auf der richtigen Höhe. Ob ich jetzt hochgehe oder nicht. Oder hochgehen muss, ist dann wieder eine andere Frage. Was ist das hier? Warum? Warum ist hier ein Tor? Warum ist hier ein Tor? Wirklich. Das ist nur eine Stromleitung. Also ja, der Tipp, das sollte ich vielleicht mal ansprechen. Das ist lange her, dass mir der Tipp mal gegeben wurde. Und jedes Mal, wenn ich vor einer Stromleitung stand, habe ich eine... verstehe ich nicht. Aber es stimmt schon. Folgt man den Stromleitungen, kann man herausfinden, wo das Ding ist, was man zerballern muss, damit man durch einen Elektrozaun kommt. Funktioniert. Kommt ein bisschen spät, dass ich das mal erwähne, aber danke dafür. Besser spät als nie. Heppa. Okay, auf dem Dach wohl. Aber da... Na, Skeks. Geht weg. Keine Zeit jetzt dafür. Muss Tagebücher aufsammeln. Na. Okay, heute irgendwelche Kandidaten, Angel? Da wären vier Schatzsucher, die vor ein paar Stunden mit einer Fähre angekommen sind. Sie fahren mit dem Bus nach Firestorm. Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Habt keine Angst. Bleibt ganz ruhig und lasst euch nicht anmerken, dass jemand mit euch redet. Und jetzt starten.
steigt aus dem Bus aus. Der Bus fährt noch, Sir. Halt den Mund, sag sie denn. John, wieso haben Sie einen unserer Satelliten nach Pandora entsandt? Was tun Sie? Aber Sir, die Energiesignale, die meine Instrumente zu Hause von Pandora empfangen, sind... Sofort raus da, du mieser kleiner Amateur! Und schalte diesen Satelliten ab! Jawohl, Sir. Tut mir leid, Mr. Tessiter. Wird nicht wieder vorkommen, Sir. Ja. Er ist ein kleiner, putziger Niemand. Gut, ich müsste jetzt theoretisch sagen gewesen, aber... Ah, okay, Data Mining ist hinter mir. Ja, ah, okay, und die nächste Mission sind im Boneyard. Ja, toll. Ich hasse sowas. Du bist gerade rausgekommen, sollst irgendwas machen und auf einmal, ja, geh wieder zurück. Geh lieber zurück. Zurück ist gut. Zurück ist gar nicht gut. Zurück ist beschissen. Kommen die Viecher nochmal runter oder bleiben die jetzt da oben? Ja, lass mich raten, ich sollte auch da oben sein. Oh, fuck you. Kann ich den da treffen? Haha, ich kann ihn da treffen. Besteht der? Ne, der besteht nicht aus Autos. Au, 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 au. Ah. Fuck you. Du hättest ruhig unten bleiben können, das weißt du, ne? Ja, gut, das freut mich, dass du das weißt. Okay, das kann man übernehmen? Kann man das übernehmen? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung wie, aber man kann es wohl. Wie kann der so schnell sein? Das ist gruselig. Das muss man überleben können. Hoffe ich. Trotzdem habe ich diese Befürchtung, dass ich eigentlich in der Theorie oben hätte bleiben sollen. Aber ist okay. Ich zumindest wüsste, was eine Schwäche von dem sein könnte, aber... Oh Gott, wie ich dieses Ding liebe und hasse zugleich. Also ich treffe keinen Schwachpunkt, nirgendwo. Okay. Das ist ja echt schön zu wissen. Hat denn schon mal jemand im Nahkampf platt gemacht? Wenn ja, will ich ein Video davon sehen. Es klingt einfach verflucht interessant, zu erfahren, ob das jemand im Nahkampf gemacht hat. Dass der mir langsam aber sicher näher kommt, finde ich auch doof. Gehen wir mal ein paar Millionen Meter weiter zurück. Klingt wie ein Plan, klingt wie ein Plan. Klingt astrein, um genau zu sein. Das sind doch kleine Killerroboter da, oder? Oder bilde ich mir die nur ein? Scheinbar bilde ich mir die nur ein. Das sah die ganze Zeit so aus, als hätte da so kleine Heilroboter-Dinger da. Ihr wisst schon. Ein Laden in der Nähe. Kann ich hier irgendwo Zeugs besorgen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat der jetzt eine Schwachstelle? Scheinbar nein. Das ist doof. Geslackt wird der auch nicht?
Was mich irgendwie überhaupt nicht wundert. Ach, das sind die Raketen. Ah. Okay. Der hat immer noch so viel HP, das ist abartig. Ich erkenne überhaupt nichts, wenn der mal schießt. Nimm diese Rakete. Na toll. Nein. Hurra! Oh Gott. Ja, das ist ein toller Kampf. Um nicht zu sagen, ein grandioser Kampf. Wie ich hier hinter meinem Schutzschild stehe und versuche, möglichst viel Schaden zu machen. Also, wenn das hier Wilhelm wäre, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wäre das hier Wilhelm, das dieser Wilhelm, das wäre ein epischer Kampf gewesen. Der Wilhelm, den wir hatten, das war langweilig. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt, wo ich Wilhelm dann getroffen habe, irgendwie viel zu overpowered war, waffentechnisch, aber das hier als Wilhelm, das wäre ein Bosskampf epischen Ausmaßes. Und ich hoffe, dass der Krieger genauso wird. Und wenn ich dabei 50 Mal drauf gehe und dann irgendwann keinen Bock mehr habe, aber... Wo kommst du jetzt her? Dir ist schon klar, dass du störst. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Da ist noch einer. Warum kommen jetzt auf einmal die ganzen Roboter da? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ist klar. Oh, lecko mio. Das ist nicht witzig. Ah, das... Wenn er sich jetzt in der Zeit regeneriert, bin ich ziemlich sauer. Was er zum Glück nicht getan hat. Aber trotzdem. Was ein Scheiß. Komm, auf einmal da Roboter. Gott, dieser Part ist nur mit im Kampf mit diesem riesen Robotervieh. Oh. Fuck you. HP, ja. Au. Au. So unnötig. Wow. Krasse Scheiße. Was ist das? Eine Wheelgun, huh. Das ist Iridium, was ich nie... Ah, schon okay. Ich wollte schon sagen, was ich nie bekommen werde, weil es da so wunderschön liegt. Immer noch nicht besser. Hm. Nun gut. Cooler Gegner. Muss ich ehrlich sagen. Fuck you. Ja, drück ich mal den Knopf. Ich hätte es besser wissen müssen. Okay, zugegeben, aber trotzdem. Bricht das halb in das Hyperion Infostockade ein. Ach so. Ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Du glaubst, ich hätte Angel versklavt. Aber du hast nicht gesehen, was sie ihrer Mutter angetan hat. Ich musste Angels Macht einschränken. Verstehst du? Ich musste. Und ich bin mir sicher, er musste sie auch wegen des Profits und ihrer Kraft ausbeuten. Hör nicht auf ihn, Kammerjäger. Er hat Angel getötet, lange bevor du den Stecker gezogen hast. Ich weiß. Nicht über meine Tochter zu reden. Damn it. Was sind denn das? Normale. Okay. Und immer wieder. Und die Wunden heilen sofort zurück.
Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah. Explodiert da von mir aus. Wir sind voll auf dem Weg. Davor muss ich ein paar Kleinigkeiten erledigen, aber dann bin ich da. F you. Jetzt muss ich einmal um diese Leitplanke hier rum. Hat ja zum Glück noch funktioniert. Stirbst du dadurch nicht so wirklich? Aua. Okay, fein. The Bane, lass mich jetzt nicht im Stich. Danke. The Bane rettet Leben seit 1974. Gut, dass diese Constructors fast nichts ausrichten können. Sag ich ja. Und die Viecher auch nichts, wenn ich sie denn sehe. Nicht so wie wenn sie mich attackieren und ich sie nicht sehe. Das ist scheiße, das ist immer kacke. Ja, Gesundheit. Lecker, lecker, lecker. Brauche ich nicht. Uninteressant. Iridium immer noch. Ist das wieder ein eigenständiges Gebiet oder kommt da jetzt wenigstens was? Ach, damit. Ja, fuck you. Dass das Soldaten sind, ne? Sehen genauso aus wie die Ingenieure. Jetzt, wo du drin bist, da ist sicher ein Infoterminal in der Nähe. Finde es. Ich habe das Gefühl, da oben sind dann noch mehr Gegner. Vornehmlich Roboter, weniger Leute. Aber ist okay. Jetzt machen wir nämlich erst... Ausnahmsweise machen wir erstmal die Hauptstory, weil ich jetzt wissen will, was jetzt passiert hier. Ah, leck um hier. Steht da hinter mir. Der steht über mir? Scheinbar. Uah, nein, 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 nein. Gott. Immer diese Roboter. Immer wieder diese Panik, die ich haben muss vor Robotern. Alter, oh mein Gott, der wird jetzt um die Ecke kommen und dann wach er. Und ich bin tot. Beachtet mich gar nicht, ich bin gar nicht da. Oh nein. Oh nein. Das habe ich genossen. Oh nein. Oh nein. Ich wollte schon sagen, den kann ich nicht treffen. Der steht hinter dem Typen, den ich gerade erschossen habe. Und deswegen treffe ich den nicht. Oh nein. Also lebst du immer noch. Okay. Zack. Bin ich jetzt fertig? Ich meine, ja, das sind Jacks Roboter. Ist ja schön und gut, aber irgendwann hat sich's auch mal. Wer ist da? Achso, ja, ja, okay. Macht Sinn. Aha, aha, Brutzel, 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 Brutzel. Da, Jack hat alles Iridium, das er abgebaut hat, zum Heroes Pass geschickt. Dort muss der Krieger begraben sein. Geh zurück nach Sanctuary. Oh Gott. Den letzten Angriff vorzubereiten. Und ich habe das Gefühl, dieses Geh zurück nach Sanctuary für den letzten Kampf, das ist dann wirklich der letzte Kampf. Ich weiß, klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber so kommt es gerade rüber. Ah, zwei Constructors, natürlich. Weil einer allein zu uncool ist, oder wie? So. Das klingt doch dann gut. Das klingt wie dieser Punkt, an dem ich sagen kann, okay, dann machen wir jetzt diese zwei Nebenquests, die wir noch offen haben. Weil wir sonst wahrscheinlich nicht mehr die Zeit dafür haben, beziehungsweise kein ja, storytechnisch nichts mehr da ist. Ja? So einen kleinen Happen Story, den sollte ich mir schon aufbewahren, bevor wir dann wirklich hier sagen, okay, jetzt mache ich das Ende. Da sind alle nichts Vernünftiges fallen. Ah, okay. Toll. Jetzt sterbe ich wegen so einem Constructor-Ding. Natürlich. Ist klar. Kopfschüttel. Oh,
Ja, das sollte ich auch mitnehmen, danke. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich das Ding jetzt vergessen hätte und weggegangen wäre. Meine Güte. Okay, dann haben wir noch Onkel Teddy hier. Das heißt, ich sehe euch nicht zwangsläufig da unten wieder, aber so in der Richtung. Ich werde einfach mal ein bisschen vorgehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.